Nachdem wir die Halbinsel Peloponnes verlassen haben, ging es für uns weiter nach Delphi und zum Austragungsort der berühmten Schlacht der 300 an den Thermopylen. Und los geht's! Guten Morgen hier von unserem Stellplatz, wo wir eine ruhige Nacht hatten. Es ist ganz schön hier am Strand. Wieder mal, muss man sagen. Da vorne ist ein kleines Städtchen, auch mit einer kleinen Burg. Der kleine Ort Naupaktos war wegen seiner strategisch günstigen Lage im Golf von Korinth wiederholt umkämpft. Im späten Mittelalter kam die Stadt von 1407 bis 1499 unter dem Namen Lepanto in den Besitz der Venezianer. Sie bauten auf einem Hügel über der Stadt eine mächtige Festung und auch der Hafen wurde durch eine starke Mauer gesichert. 1477 konnten die Venezianer die Belagerung einer osmanischen Übermacht abwehren, allerdings wurde die Stadt schließlich doch von den Truppen des Sultans eingenommen. Wir haben schon etwas sauber gemacht. Wir saugen jetzt jeden Tag unsere Fahrerkabine aus. Die Hunde zollen ihren Tribut, sage ich mal. Und dann geht es jetzt gleich weiter nach Delphi. Mal sehen, was das Orakel für mich hat. Und da ist nochmal die Peloponnes-Halbinsel. Wir waren jetzt so lange da drauf. Es war wunderschön auf jeden Fall, aber wir sind auch froh, dass die Reise jetzt weitergeht. Heute erreicht man Naupacto von Patras aus. In dem hübschen Städtchen mit Blick auf den Peloponnes lohnt sich ein Stopp in jedem Fall. Für uns ging es aber weiter in Richtung Osten. Wir fahren jetzt auf der Festlandseite am Golf von Korinth Richtung Delphi. Und haben so die ganze Zeit einen Blick auf den Peloponnes und ich muss sagen, das ist ganz krass, wie viele Sachen wir da erlebt haben in den letzten Wochen und Monaten. Und wenn ich da so hingucke, ja, keine Ahnung, ich verbinde so viele Dinge damit. Ich werde richtig emotional, wenn ich diesen Felsenberg da drüben auf der anderen Uferseite sehe. Bin aber gleichzeitig auch froh, dass wir da jetzt einfach wieder ungebunden sind und dahin fahren können, wo wir Lust drauf haben und nicht, wo es jetzt die Gegebenheiten erfordern. Aber es ist schon auf jeden Fall so ein bisschen Wehmut mit dabei, dass wir jetzt wegfahren. Nicht bis nach Delphi gekommen, denn uns hat dann hier am Wegesrand auf einmal so eine Stelle so doll begeistert, dass wir angehalten haben, um hier Mittagspause zu machen. Und weil ja unser Tag inzwischen, oder im Augenblick, ich hoffe, das wird noch mal besser, um 5.30 Uhr beginnt, waren wir danach im Essen so müde, dass wir irgendwie noch ein kleines Päuschen eingelegt haben. Und jetzt ist es inzwischen 16 Uhr oder 17 Uhr. Und wir haben beschlossen, dass wir, abgesehen davon, dass die Ausgrabungsstätte sowieso jetzt schon geschlossen ist, haben wir beschlossen, dass wir einfach hier bleiben heute Nacht und morgen nach Delphi fahren. Das heißt, Delphi gibt es erst morgen. Heute gibt es noch ein bisschen Spam hier vom Meer. Dort im Hintergrund seht ihr den Peloponnes. Und wir sind hier am Golf von Korinth, aber auf der Festlandseite. Und wie ich sehe, hat Minnie hier Probleme mit der Leinenführung. Ich muss mal helfen, also bis später. Guten Morgen, hier wieder von einem traumhaften Stellplatz in Griechenland. Es ist wirklich Wahnsinn, wie viele schöne Plätze es hier gibt.
Schaut es euch mal an. So, ich habe leider gestern eine große Dummheit gemacht. Ich war gestern angeln und habe leider unser gutes Messer verloren dabei. Unser Schwedenmesser, das Mora Knife. Das gehört eigentlich Susanne. Und deswegen werde ich jetzt mal versuchen, das wieder rauszuschnorcheln. Beziehungsweise, also ich weiß die Stelle, wo ich es verloren habe. Und da versuche ich es mal rauszuholen. Mal gucken, ob das klappt. So, das war ganz am Ende dieses Strandes. Und zwar hinten, wo die Felsen sind. Und da laufe ich gerade mal eben hin. Ich hab sogar was gefangen dabei. Einen kleinen Schriftbarsch und einen kleinen Meervau. Waren aber alles, und zwei kleine Doraden oder Meerprassen. Aber es waren alle sehr, sehr kleine Fische. Und ja, hat aber trotzdem Spaß gemacht. Jetzt gucken wir mal, wie es da unter Wasser aussieht. So, jetzt sind wir am Ende des Strandes. Und hier ist die Stelle, wo die Felsen sind, wo man wahrscheinlich auch gut tauchen kann. Hier treffen sich auch wahrscheinlich immer Leute. Und also für andere Tätigkeiten wäre bloß schön, wenn sie ihren Müll wieder mitnehmen würden. Naja, egal. Also egal ist es nicht, aber was will man machen? Das sieht man leider immer wieder. Und jetzt gucken wir mal, wie das Wasser heute ist. Es ist, oh, sieht richtig herrlich aus. Spiegelglatt. Schauen wir mal. Ich hoffe, ich muss nicht ganz zu tief tauchen. Und mal sehen. Oh, schaut mal, wie klar das Wasser ist. Absoluter Hammer hier. Ich gehe mal näher ran. Wahnsinn. Sehr, sehr schön. Ich denke mal, hier komme ich einigermaßen ran. Oh, herrlich. Man darf bloß nicht in Seeigel steigen, aber das kriege ich schon hin. So, los geht's. So, hier war die Stelle, wo ich es verloren habe. Mal gucken, ob ich es finden kann. Ich glaube, genau hier. So, das Messer ist gefunden. Mal erstmal noch Flosse ausziehen. Oh. War eine sehr schöne Runde. Ja, so, jetzt wollen wir mal gucken, wie das Messer aussieht. Ob das sehr rostig ist, muss man bestimmt noch mal behandeln. Mal sehen. Ich hatte ja schon befürchtet, dass es tiefer liegt, aber so war das gar kein Problem. Jetzt gucken wir mal, wie es aussieht. Ob das sehr gerostet ist. Das sieht eigentlich sehr gut aus, muss man sagen. Mal gucken, wie man das ein bisschen hier die äußerste Schicht, aber nö, eigentlich sieht's gut aus. Ich denke mal, wir schärfen das wieder und dann geht das wieder sehr gut. Glimpflich davon gekommen.
wir sind unterwegs. Mal sehen, ob wir es heute bis nach Delphi schaffen. Der Platz war aber immer wieder ein Traum. Die Nacht war ruhig, weil es gab keine Reize von außen, sodass Frau Schmidt auch nicht angeschlagen hat. Hedi hat bis um 7 geschlafen und ja, das war natürlich ein Träumchen für uns, wenn die Nacht zur Abwechslung auch mal nicht erst schon um 5.30 Uhr oder sowas beendet wird von einem Welpen, der pullern muss und dann Bock hat zu spielen. Genau, also wir sind frisch erholt und jetzt auf dem Weg nach Delphi, einmal tanken zwischendurch und dann ist es etwa eine Stunde Fahrt bis dorthin. Es ist ziemlich heiß heute, das könnte noch zum Problem werden, wenn man da in der Mittagshitze rumgeht. Schauen wir einfach mal. So, wir haben es geschafft. Es ist die Hölle los. Heute dürfen mal Mini und ich ein bisschen Kultur machen. Letztes Mal in Olympia, da war ja der Chrissy und ich habe Hundebetreuung gemacht. Heute haben wir getauscht. Ich freue mich voll, denn wir sind endlich in Delphi. Also wir sind ja erst Ende Mai und es ist hier schon recht viel los, obwohl mitten in der Woche ist. Ich glaube, am Wochenende oder noch später in der Saison steht man hier auch Schlange. Wir kamen jetzt aber mit 5 Minuten Wartezeit gleich dran. Für Kinder bis 6 Jahre ist der Eintritt frei. Man muss aber seinen Pass zeigen oder den Pass des Kindes besser gesagt, um das auch zu beweisen. Aber die waren ganz nett. Also jetzt sind wir erstmal drin und schauen uns um. Im antiken Griechenland galt übrigens Delphi als Zentrum der Welt und es wurde so gemessen, dass Zeus an jedem Ende der Welt einen Adler losfliegen ließ. Und da, wo die sich getroffen haben, wurde sozusagen das Zentrum der Welt erklärt und das war hier in Delphi. Der Omphalos, ein riesiger Stein, kennzeichnete seither den Mittelpunkt der griechischen Welt. So viel zum Thema Realität in Social Media. So sieht es in Delphi aus. Richtig geil. Und inmitten der Anlage steht er. Der berühmte Tempel des Apollon, in dessen Mitte die Pythia, eine Priesterin, ihre berühmten Weissagungen empfing und hervorstieß. Anschließend wurden diese Worte von würdigen Priestern entschlüsselt und in oft zweideutige Texte ausformuliert. Ich muss sagen, ich ärgere mich ein bisschen, dass wir nicht im Winter schon hergefahren sind, weil es ist einfach echt übelst voll. Vor allen Dingen so viele Reisegruppen, immer mit so 50 Leuten, die dann alles verstopfen. Das ist schon echt anstrengend, sich hier durchzuwurschteln. Aber also, wenn ihr mal nach Delphi fahrt, dann macht es empfohlenermaßen außerhalb der Saison, weil dann seid ihr hier bestimmt wesentlich einsamer als wir heute. Relativ anstrengend hier auf den Berg zu steigen, aber man wird halt auch mit unglaublicher Aussicht belohnt über die ganze Anlage hier. Es war, wenn ich richtig informiert bin, so, dass einmal im Monat
eine Frage hier gestellt werden durfte. Und da wurde eine Ziege mit Wasser angespritzt. Und wenn die gezuckt hat, dann durfte man eine Frage stellen. Wenn sie nicht gezuckt hat, durfte man keine Frage stellen. Und musste dann nächsten Monat wiederkommen. Genau, wir haben auch eine Frage vorbereitet. Die stelle ich aber gleich erst. Durch die Pythia sprach Apollon an jedem siebten Tag eines Monats zu den griechischen Bürgern. Allerdings konnte sich ein Besuch des Orakels nicht jeder leisten. Das Parnassgebirge war seinerzeit auf dem Landweg nur äußerst mühsam zu erreichen und eine Seereise war sehr teuer. Einfache Leute mussten lange auf ihre Gelegenheit sparen, das berühmte Orakel von Delphi befragen zu dürfen. So, Leute, Fazit. Diese Anlage hier ist wirklich gewaltig. Spektakuläre Lage, wunderschöner Weitblick hier in das Tal. Schaut es euch an, hier hinter mir. Es ist einfach der absolute Hammer. Wenn man ganz oben steht im Stadion, dann hat man die ganze Anlage zu seinen Füßen und es ist schon echt outstanding. Aber jetzt ist Anfang der Saison. Werktag. Ich will mir nicht ausmalen, was hier mitten in der Saison am Wochenende los ist. Und dann bei 40 Grad. Also weiß ich nicht. Ich habe es, glaube ich, vorhin schon mal oben erzählt. So für Off-Season ist es, glaube ich, richtig cool hierher zu fahren. So in der Saison. Man kann es mal gesehen haben, aber es ist schon echt sehr voll. Nehmt euch was zu trinken mit. Zieht euch festes Schuhwerk an und genau, dann viel Spaß in Delphi für euch, wenn ihr mal herfahrt. Ja. Während wir da drin waren, hat Christian hier die unmögliche Aufgabe bewältigt, sich einen Parkplatz zu suchen und mit den Doggies hier gestanden. Den wollen wir jetzt mal erlösen. Und ich glaube, da so ist was Rotes und daneben ist was Weißes. Ich glaube, das ist unser Fass, unser Wäschefass, was aufs Dach geschnallt ist. Also ich denke mal, das müsste Chrissy sein. Und schaut euch doch bitte nochmal dieses krasse Tal an. Ist das nicht absolut heftig? We'll be right back.
Wir haben jetzt die Thermopylen gefunden und es ist richtig schön hier. Schaut es euch mal an. Spätestens seit dem Hollywood-Kultfilm 300 sind die Schlacht bei den Thermopylen und der spartanische König und Heeresführer Leonidas weltbekannt. Die Schlacht bei den Thermopylen fand zu Beginn des Zweiten Perserkrieges im Spätsommer 480 v. Chr. Statt. Die Thermopylen, ein Engpass zwischen dem Kalidromo-Gebirge und dem Golf von Malia, waren seit jeher von hoher strategischer Bedeutung. In der Antike maß der durchschnittlich 15 Meter breite Durchgang an den beiden engsten Stellen gerade einmal wenige Meter. Infolge von Versandung hat er sich bis heute auf mehrere Kilometer ausgedehnt. 480 v. Chr. Stand aber das übermächtige persische Heer unter König Xerxes I. vor diesem Durchgang. Die weit zahlreicheren Perser konnten den Durchbruch erzwingen und die verbliebenen griechischen Kräfte aufreiben. Der Großteil der Griechen zog sich allerdings rechtzeitig zurück. In dieser Schlacht erlangte König Leonidas als Feldherr des Hellenenbundes historische Bedeutung. Die Inschrift am Thermopylen-Denkmal zu Deutsch gibt Leonidas berühmte Worte wieder. Wanderer, kommst du nach Sparta, verkündige dorten, du habest uns hier liegen gesehen, wie das Gesetz es befahl. Ihr habt ja gesehen, die Thermopylen sind wirklich ein wunderschöner Naturort. Es gab hier früher ein Thermalbad, das ist leider völlig verfallen und nur noch eher Lost Place, als dass es jetzt noch irgendwie schön wäre. Aber die Quellen fließen nach wie vor und sie haben heilende Kräfte. Sie sind vor allen Dingen zum Inhalieren bei Atemwegserkrankungen, wie zum Beispiel Asthma, empfohlen und beim Baden für so rheumatische, entzündliche Erkrankungen. Und sie werden auch rege genutzt. Wir wollten eigentlich hier schlafen, aber überall auf dem Parkplatz oder auf diesen Stellflächen hier sind eingeschlagene Pkw-Scheiben, also Scherbensplitter zu sehen, die auch relativ frisch aussehen. Weswegen wir uns jetzt dagegen entschieden haben, hier zu schlafen. Erstens würde dann Frau Schmidt die ganze Nacht unruhig sein, wenn irgendjemand da um unser Fahrzeug schleicht. Und wir haben auch keine Lust, die ganze Zeit irgendwie so in Halb-Acht-Stellung zu sein. Leider. Deswegen fahren wir jetzt noch ein Stück, aber nicht mehr allzu weit. Es ist, glaube ich, noch eine knappe Stunde zu einem Stausee. Da soll es wunderbar sein. Und dort werden wir heute Nacht hoffentlich in Ruhe schlafen. Und wenn ihr Lust habt, dann schaltet gerne nächste Woche wieder ein. Dann geht es weiter in den Norden Griechenlands zu den weltberühmten Meteora-Klöstern. Bis dahin, tschüss!